Ocean's 8, der inzwischen vierte Teil der Reihe, kommt am 21. Juni in die deutschen Kinos. Und der ist diesmal nicht von Steven Soderbergh, der hat ja Ocean's 11, Ocean's 12 und Ocean's 13 gedreht, sondern von Gary Ross. Der hat zum Beispiel die Tribute von Panem gemacht. Und ja, das Schöne ist erstmal, das ist kein Remake, sondern wirklich einfach nur ein Sequel der ursprünglichen Reihe, die Soderbergh ja auch groß gemacht hat. Also 2002 kam der erste Teil raus, Ocean's 11, was auch immer noch ein richtig guter Heist-Film ist. Also den gucke ich immer noch gerne und Teil 2 und 3, die waren so okay. Deswegen war ich auch ein bisschen gespannt, wie Teil 4 denn eben wird. Direkt am Anfang des Films sehen wir jedenfalls die Schwester von Danny Ocean. Der wurde ja damals gespielt von George Clooney. Und das ist die Debbie, die aus dem Gefängnis freigelassen wird und auch direkt danach ein Team zusammenstellen will. Denn diesmal will man bei der New York City Met Gala eine Kette von Cartier im Wert von 150 Millionen Dollar stehlen. Und ja, darum geht es auch immer bei den Oceans-Filmen, dass einfach ein Team zusammengestellt wird aus verschiedensten Leuten, die dann zusammen agieren und dann muss ein Coup geplant werden und zum Schluss wird dieser Coup natürlich auch ausgeführt. Und ich meine, das ist genau das, was man bei so einem Heist-Film oder bei so einem Oceans-Film eben sehen will. Und das gelingt in dem Sinne auch erstmal richtig gut in dem Film. Also wir sehen dann den Charakter von Sandra Bullock, die ja aus dem Gefängnis freikommt und dann stellt sie so ihr Team zusammen. Und da muss ich aber auch sagen, manche sind weniger gelungen und manche ja ein bisschen mehr gelungen. Also es gibt einfach die unterschiedlichsten Charaktere. Dazu zählt zum Beispiel eine Person, die einfach was klaut, dann eine, die irgendwie mit was handelt und alle haben so ein bisschen kriminelle Energie. Dann gibt es aber auch ein paar Klischees wie den Taschenspielertrick und auf einmal ist eine Uhr weg und die typische Hackerin, das haben wir auch irgendwie alle schon mal gesehen, also heißt, der Teil hier erfindet auf jeden Fall das Rad nicht neu und er fügt auch ziemlich wenig der Reihe sonst hinzu, aber dazu komme ich gleich nochmal. Jedenfalls, wenn denn das ganze Team steht und ich kann nur sagen, wow, das Team ist wirklich grandios. Also was man hier für Darsteller gefunden hat, das ist wirklich die Top-Liga aus Hollywood gerade, was die Damenwelt so angeht. Da hat man Darstellerinnen wie Sandra Bullock, Kate Blanchett, Sarah Paulson, Anne Hathaway, Rihanna oder Helena Burnham Carter und die funktionieren harmonisch richtig, richtig gut. Also die Chemie passt bei denen einfach, wenn wir Dialoge zwischen Sandra Bullock und Kate Blanchett und Rihanna zum Beispiel sehen, dann macht das Spaß. Also dann hat man die ganze Zeit irgendwie so ein Grinsen im Kino und freut sich, dass solche tollen Darstellerinnen da alle gerade vereint sind und halt diesen Coup planen. Und der Coup, das ist natürlich auch immer so das große Ding bei Ocean, 11 und 12 und 13 und jetzt eben auch. Und das ist natürlich auch spannend, wie man denn da hinkommt und was man denn da machen möchte. Einen ganz großen Kritikpunkt habe ich aber leider auch bei dem Film, weil das ist erstmal so weit gelungen, auch wenn es manchmal besser und manchmal schlechter wird halt bei der einzelnen Charakterisierung. Ist einfach, dass dieser Film nicht wirklich was Neues ist und dass es wirklich fast ziemlich eine Kopie des ersten Teils. Also man hat Sandra Bullock am Anfang, genauso wie man George Clooney am Anfang hat und man tauscht einfach gewisse Sachen eines Rezeptes aus. Also man hat anstatt die Männerwelt hat man diesmal Frauen, anstatt Las Vegas hat man diesmal New York und anstatt, dass man Geld klauen möchte, möchte man diesmal einfach Schmuck klauen. Das ist sozusagen der Film, also das ist wirklich sehr, sehr kopiert. Wenn man das außen vor lässt und daran jetzt nicht denkt, dann ist es auch einfach ein viel, viel besserer Film. Aber ich finde es einfach ein bisschen schade, dass der Regisseur Gary Ross der Reihe nicht irgendwie so eine eigene Note noch gegeben hat. Weil ich finde, wenn man schon einen neuen Regisseur nimmt, dann darf man ja auch gerne ein bisschen experimentieren. Dann kann man auch gerne mal was Neues probieren und anstatt dessen kopiert er aber ziemlich viel. Also erstmal die Ausgangssituation, aber es gibt wieder die typischen Zooms, die Soderbergh immer macht oder andere Einstellungsgrößen, die Musik und den ganzen Rhythmus des Films. Das wirkt alles so ein bisschen kopiert und ja, meistens gelingt das, manchmal wirkt es aber auch vom Rhythmus nicht so ganz stimmig, nicht ganz rund. So hat man zum Beispiel auch mal eine Einstellung, die irgendwie nicht funktionieren wollte. Es war so ein Establisher-Shot. Man sieht da die Location, New York, den Central Park und die Skyline. Und irgendwie war das gefühlt ja zu lang, die Einstellung. Die stand ein bisschen zu lang, da hätte man früher schneiden können. Es ist jetzt nicht picky, aber das merkt man dann als Zuschauer, dass das nicht so ganz rund ist. Und da gab es so zwei, drei Momente mal, in denen das so drin leider vorkam. Worauf so ein Heist-Film natürlich auch immer abzielt, ist der große Coup, der natürlich auch stattfindet. Und der ist nicht ganz so clever inszeniert wie noch bei Teil 1. Da gibt es einfach so ein paar Zufälle, die den Darstellerinnen so in die Hände spielen. Das ist halt dadurch natürlich ein bisschen
geskriptet und deswegen auch nicht ganz so schön vom Drehbuch her geschrieben. Aber trotzdem, ja, macht das so Spaß, wenn man den Darstellern dabei zusieht. Ob es gelingt, müsst ihr natürlich selber sehen. Das Setting New York ist aber auch ganz interessant. Man hat einfach eine andere Welt, weg von dieser Männerwelt, wo es ums Gamblen ging oder um viel Geld verdienen, sondern man hat hier wirklich Schmuck. Deswegen ist es auch ein Thema, was natürlich vermutlich auch die Damenwelt eher ansprechen wird. Es gibt sehr, sehr viele modische Kleider, die sehr, sehr schick aussehen, muss ich sagen. Auch als Mann kann man das, glaube ich, auch beurteilen. Sieht sehr cool aus, weil irgendwie jeder Darstellerin so wirklich ihren eigenen Stil hat. Der von Cate Blanchett hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Und sonst haben die Darstellerinnen natürlich auch sehr, sehr gut gespielt. Und es gibt ja die Met Gala. Das ist natürlich, ja, die Met Gala, die kennt jeder, der sich ein bisschen mit Mode beschäftigt oder auch mit Promis beschäftigt. Und da gibt es auch so ein paar bekannte Gesichter. Und allgemein gibt es im Film so ein paar bekannte Gesichter. Das finde ich auch ganz witzig, gerade wenn man sich halt in dieser Welt so ein bisschen auskennt, ist das ganz cool. Und das ist auch was, was die Fans und die Zuschauer, glaube ich, ziemlich lieben lernen, wenn sie den Film dann gucken möchten. Also wenn euch, ja, Ocean's 11, 12, 13 gefallen hat, dann könnt ihr den auf jeden Fall gucken. Müsst aber auch wissen, dass der nicht so wirklich was Neues hinzufügt. Und das finde ich persönlich auch ein bisschen schade, dass man eigentlich ziemlich so eine Kopie vom ersten Teil ist, aber dabei nicht ganz an die Raffinesse halt rankommt vom ersten Teil, der mir super gefallen hat. Aber trotzdem ist es einfach ein kurzweiliges Kinovergnügen. Man hat Spaß, diese 2 Stunden, es geht super schnell vorbei und man fiebert einfach mit den Darstellerinnen mit, auch wenn alles halt, wie gesagt, nicht ganz so clever ist. Und von mir gibt es daher für Ocean's 8 6,5 Punkte. Euch auf jeden Fall viel Spaß im Film, wenn ihr den gucken wollt. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie der euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr Reviews sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Channel, weil wir haben auf jeden Fall noch so einige Reviews im Petto demnächst und auch andere Videos. Schaut doch einfach mal rein und dann wisst ihr, was ich meine. Also bis zum nächsten Mal und euch viel Spaß im Kino.